Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Hoppala, da schlägt uns die Plane davor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich und Anna sind hier gerade beim Aufräumen, beziehungsweise Anna ist beim Aufräumen, ich bin beim Film. Und heute geht unsere Reise als allererstes weiter nach Ålesund. Wir sind hier auf einem Campingplatz irgendwo zwischen Andalsnes und Ålesund. Haben gerade hier schön am Fjord gefrühstückt, ein bisschen Musik gehört, Kaffee getrunken. Hat schon wieder alles viel zu lang gedauert eigentlich. Deswegen werden wir jetzt schnell einpacken. Wir haben gesehen, wir haben noch 50 Kilometer nach Ålesund. Und da wollen wir heute mal hin, da waren wir nämlich noch nicht. Das soll eine schöne Stadt sein. Und wir müssen unbedingt mal ein Softeis essen. Ach ja! Ja, ein Softeis! Da geht's heute als erstes hin. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß mit diesem Video. Auf geht's, Ålesund, schönste Stadt Norwegens. Erster Punkt der To-Do-Liste, den Berg dort. Einmal die Treppenstufen hochmarschieren, haben wir abgehakt. 418 Stufen, eigentlich ein Witz im Vergleich zu den Wanderungen, die man hier sonst macht. Und Aussicht ist wirklich cool. Also die Stadt sieht von oben richtig, richtig spektakulär aus. Sieht auch von hier unten spektakulär aus. Mega schön, mega clean. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man oben 30 Kronen hätte bezahlen sollen, wenn man auf dieser Aussichtsplattform ganz oben will. Das finde ich ein bisschen schade, ein bisschen blöd, das haben wir auch nicht gemacht. Wir sind nur zu dieser mittleren Station gegangen. Jetzt, Anna rennt schon vor, die kann es kaum abwarten. Endlich mal ein Softeis. Andalsnes, ach nee, Ålesund, Ålesund, check. Alles gemacht, was wir tun wollten. Wir sind einmal bis zum Checkpoint hochgegangen und haben ein Softeis gegessen. So lecker. Und das Wetter ist, obwohl es nicht angesagt war, immer noch auf unserer Seite. Die Sonne scheint. Ja. Jetzt gleich geht unsere Reise weiter. Fjorjungfjorden. Fjorjungfjorden. Oder so. Irgendwie so. Da geht es jetzt weiterhin. Ja, wir nehmen euch weiterhin mit. So, es wird spannend. Wir stehen jetzt hier und warten auf eine Fähre, die nur dreimal am Tag fährt. Um uns herum ist absolut gar nichts. Hinter uns sind noch drei Häuser, das ist alles. Ich zeige euch hier mal auf unserem Navi. Da von oben aus dem Norden sind wir gekommen. Hier endet die Straße und wir wollen hier rüber nach Trandal. Weil in Trandal soll es die schönste Schaukel der Welt geben. Und da wollen wir gerne hin und das finde ich jetzt gerade, und wir beide finden das gerade, hier ziemlich abenteuerlich. Hier diese Auffahrt auf diese Fähre ist auch winzig und sieht echt alt aus und ist auch nicht richtig beschildert. Ich hoffe, dass das klappt. Oh, nicht nur du. Jetzt haben wir aber erstmal noch Zeit. Eine halbe Stunde, fast eine Stunde, weil die Fähre fährt halt nur dreimal am Tag. Wir wissen auch nicht, wie teuer die ist. Mal gucken, was das wird. Wir wissen auch nicht, ob wir drüber einen Platz bekommen irgendwo. Aber wir würden gerne rüber, dort pennen und dann am Morgen wieder zurückfahren, weil von dort führt auch keine Straße mehr weg. Also da sind ein paar Straßen. Da sind drei Straßen, vier Häuser und sonst nichts. Ein Wasserfall. Es wird spannend. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Scheiße. 1 hour later. Krass. Oh.
Goes to Trandal, ne? Nein, nein. Not? Ja, ja. Seid bewusst, wie du stehst. Wir sind die Einzigen auf der Fähre. Das ist eine Fähre. Oh Gott. Es geht in die richtige Richtung. Ich spreche nicht so gut Deutsch. No aber problem. Ich hoffe, du verstehst mich. Okay. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Sehr Dankeschön. Gut. Und Ihnen? Ja, ja, ja. Sehr gut. ein Automobil oder eine Person? Jo. 140. Tschüss. 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 Kommen auf der verlassenen Insel. Hoffentlich. Insel vor allem. Hast du selber vorhin gesagt. Wir sehen schon, eine richtige Straße gibt es hier nicht mehr. Willkommen auf Trandal. Oh, guck mal, wie geil das hier von sich links. Oh. Mega. Die Sonne scheint so ein bisschen ein Traum. Richtig geil, richtig cool. Du musst das auch mal machen. Mach das auch mal, Mario. Das macht richtig Lust. Das macht so Spaß. Ich fühle mich so wie ein Kind. Alle hopp! Leute, es hat sich absolut gelohnt, unser kleines unnormal. Abenteuer. Ja. Fängt alles an mit dieser Schaukel. Diese Schaukel ist so cool, die Aussicht, dieser Moment da drauf. Und auf einmal ist man so hoch über dem Fjord, das macht ultra Spaß. Anna hat gar nicht mehr aufgehört. Nee, Mann, weil du einfach, du schaukelst, fühlst dich erstmal wie ein kleines Kind oder so in Kindheitserinnerungen zurückversetzt. Und dann schaukelst du und dann denkst du so, oh, du schwebst da gerade irgendwie so hin, das ist so cool. Und dann denkst du, du bist über dem Fjord und mega schön, ey. Ohne Witz, richtig geil. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Nee. Richtig schön. Aber das ist noch gar nicht alles, diese Schaukel hier. Gehört hier zu so einem Restaurant oder Event-Location, sage ich es mal, wo man sich auch Hütten mieten kann. Ja. Und da haben wir gerade mal mit denen gesprochen. Und erstmal super cool, wir wurden da super cool empfangen und wir haben direkt die komplette Lebensgeschichte erzählt bekommen, genau. Von ihrem Vater, ja. Der hier angefangen hat, um genau zu sein, hier wohnen übrigens 11 Leute auf dieser Halbinsel, auf der wir uns gerade befinden, haben wir gerade erfahren. Da musste ich nachfragen, fand ich zu interessant. Und er hat die gesamte Geschichte erzählt, super interessante Geschichte auch und super cool. Und noch cooler ist, dass wir jetzt auch einfach hier, da vorne, steht unser Auto. Das müssen wir jetzt erstmal noch einmal drehen und dann das Dachzelt aufbauen. Dürfen wir hier stehen bleiben. Und direkt hier sind Duschen und Toiletten, die wir benutzen dürfen. Natürlich bezahlen wir auch. Wir zahlen jetzt 200 Kronen. Aber das ist super cool hier. Also es gefällt uns richtig gut. Und ja, ich freue mich, dass das alles so geklappt hat. Ich freue mich auch. Mega. Jetzt bauen wir unser Lager auf und dann gibt es irgendwie nochmal Abendbrot, ne? Ja, wir wollen uns Bockwürstchen mit Pölserbrötchen machen. Nein, Grillwürstchen. Ein Grillwürstchen mit Pölserbrötchen. Auf jeden Fall Würstchen mit Pölserbrötchen. Ja. Und vielleicht, keine Ahnung, machen wir noch einen Abendspaziergang oder so. Ja. Da hinten ist noch ein Wasserfall. Guckt euch diesen Fjord da an. Und da unten gäbe es sogar noch einen Steg, wo man vielleicht angeln könnte. Da hinten ist ein Wasserfall. Das ist richtig schön und super vor allem, gemütlich und cool hier irgendwie. Ja, so richtig idyllisch. Keiner ist hier. Also 11 Leute und wir. Aber sonst mega cool. Richtig schön. War auf jeden Fall das Abenteuer wert, eine der drei Fähren hier rüber zu nehmen. Auf jeden Fall. Wir machen Abendbrot. Tschüss. Eigentlich wollten Anna und ich gerade ins Bett, aber was zur Hölle geht denn hier ab? Was ein brutaler Sonnenuntergang. Alter Verwalter, wir machen jetzt hier gerade noch ein paar Bilder. Ich gehe hier mal rum. Scheiße, ist das heftig. Scheiße. Ein bisschen heller machen.
Ich glaube, mit diesem schönen Bild hier, warte, ich mache nochmal hier eine ganz smooth Kameraführung. Damit beende ich jetzt das Video. Es freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst mir euer Feedback da und eure Anregung. Schreibt sie in die Kommentare. Guckt euch zum Abschied diesen Sonnenuntergang an. Abonniert mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.